Was ist denn hier schon wieder los? Luca war Steine nur ein Kollateralschaden, dass er da drin ist. Und warum sperren sie beide zusammen ein? Herr Luca, bitte rauskommen. Darf ich? Herr Luca, da hinten rein. Ich will hier weg. So. So, und was ist jetzt hier los? Ich weiß es nicht. Also der Herr hat mich mitgenommen. Ich habe mal wieder vor mich hin philosophiert. Also, Luca. So geht das schon seit zwei Stunden. Sie haben sie mitgenommen und also Herr Daku, Fräulein Vivian gehört den Herrn Ramon. Ja, und der muss davon nichts erfahren, wenn es ein falscher Verdacht ist. Aber. Die tut nur so alt. Genau. Hol Cyborg, hol Tobias. Der weiß alles. Ja, ich bin gleich wieder da. Luca kann es ihm ja schon mal erzählen. Lass sie nicht frei. Ohne Scheiß. Lass sie nicht frei. Die tut nur so. Die ist eine verrückte Wissenschaftlerin. Was für eine verrückte Wissenschaftlerin? Ich bin Philosophin. Hassen Sie Werwölfe? Werwölfe? Also es sind halt keine Menschen, aber es sind halt auch Seelen. Das ist doch egal. Es sind ja, böse also Seelen. Jede, sie töten aber Menschen. Jede Seele hat es verdient zu leben, das müssen Sie wissen. Aber nicht so ein dreckiger Werwolf, der Menschen tötet. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber jeder hat das Recht zu leben. Das wissen sie doch. Das habe ich ihnen doch schon mal gesagt. Ich warte, bis Herr Tobias da ist. Und sie sind da hinten ruhig. Oh, die Zellen wurden verbessert. Hallo. Du schon wieder. Na, wie geht's dir heute? Doch, ich krieg Kopfschmerzen. Hallo, Alk. Hallo, was ist jetzt hier genau los? Also, in also der Gegenwart von mir und dem meine Herrn Steine philosophiert. Luca hat sie von etwas namens der Schweinepest geredet. Was sie erfunden haben soll in irgendeinem anderen Jahrhundert angeblich. Das finde ich jetzt verlogen. Und dass sie ein Labor hatte in einem anderen Jahrhundert. Also, in der Zukunft. Davon hat sie auch geredet. Ich weiß gar nicht, wovon sie reden. Wie soll man denn bitte schön Menschen aus der Vergangenheit in die Zukunft bringen oder aus der Zukunft das in die Vergangenheit? Das sollten wir am besten sie fragen. Klappe zu da hinten. So ist das zwar nicht so freundlich, aber so kann man das auch sagen. Die zwei waren zusammen in einer Zelle und der Herr Dark hat voll in Vivian eingesperrt und irgendwie, das artet hier gerade alles aus, als ob der Herr Darko mit Fräulein Vivian was machen will, was dem Herrn Ramon definitiv nicht gefallen wird. Der Herr Luca war mit dabei und irgendwie, oh, das artet gerade ein bisschen aus. Das würde ich aber nicht so freundlich finden. Also als Frage, wissen Sie, wer der Herr Ramon ist? Das ist mein Chef. Das stimmt. Was machen Sie beruflich? Sie verhält sich in meiner Gegenwart genauso wie in ihrer eigentlich normal. Nur diese beiden Herrschaften entweder haben die einen Kollaps und sind besoffen bis zum geht nicht mehr oder irgendwas. Ich bin nicht besoffen. Das denke ich aber auch zu viele Weindämpfe eingeatmet. Nein. Aber Ruhe jetzt da hinten! Sie können mich ruhig freilassen. Also ich Sie hab wissen nichts gemacht, selbst. Was er philosophiert. Als Weindämpfen und Alkoholdämpfen nicht besoffen werden. Herr Darko, Sie haben es gerade an der Stimme gehört, oder? Er ist definitiv betrunken. Ich bin nicht besoffen. Ja gut, aber dann stellt sich immer noch die Frage, wenn er betrunken ist, der hier hatte nie Kontakt mit Alkohol und Sie... Das ist gelogen. Der hat sich heute ganz schön was gegönnt bei den Automaten von Herrn Tobias. Ja, nicht wirklich viel. Ja, aber das reicht ja schon aus. Er hat nicht getrunken, das hat Sie getrunken. Er hatte nicht genug Intus, dass er besoffen ist. Und? Das können Sie einschätzen? Ja, weil... Der Hund, der hundertprozentig jeden Tag blau unterm Tisch liegt?
Ja. Sie sind schon genauso schön wie der Herr Ramon. Der Herr Luca oder wie der heißt, der hat vorhin nämlich 11 Flaschen von dem Dings getrunken. Sehen Sie? Vielleicht stimmt, hat das dann noch der hat Olivenöl getrunken. Boah, ich ist doch krank. Das gleiche, was sie getrunken so, hat mit diesem sehen sie, Schlangengift. Sehen, und dann sagen sie nochmal, der Herr Luca wäre normal, wenn der Olivenöl trinkt. Das ist doch eklig. Ja, aber das schlagkräftigste Argument ist, möchte mit sie mit flüchtet ihnen kurz aus der Stadt. Ohne sie. Sie wollte also, dass sie nicht zuhören kann, mit ihnen reden. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Müssen, meinen Sie, als sie mich gefangen nehmen wollten, gehen? Ohne Grund und ich mich dann ja. Ein bisschen dagegen gewehrt? Nach ganz oben, meine ich. Also, du weißt ja selber, dass die Fräulein Vivian ja wegen diesem Schlangengift so geworden ist. Also ja. Wie als Wissenschaftlerin und so. Das habt ihr mir alles erzählt, ja. Diese verschiedenen Formen durchgemacht hat. Also, sie, soweit ich weiß, konnten wir sie nicht, also und in diesem Olivenöl war das Zeug drin. Und der Herr, der Luca hat die 11 Flaschen mit dem Olivenöl, weil sie das nicht geklappt hat. Hat es plötzlich geklappt? Dann war sie wieder die Wissenschaftlerin und derzeit, soweit ich weiß, ist sie derzeit immer noch die Wissenschaftlerin. Weil sie sagt ja immer, dass sie das alles eine Seele hat, ne? Ja. Hat sie auch oben auf dem Berg getan. Aber sobald alle anderen nicht dabei waren, hat sie zu mir gesagt, hat sie mich gehauen und gesagt, ich bin Wissenschaftlerin. Okay. Und sie können mir nicht sagen, dass das von Alkohol kommen kann. Ich war nicht dabei. Sie können mir jetzt irgendwas erzählen, das ist nur damit vielleicht, keine Ahnung, irgendwas vertuscht wird oder so. Dass sie vielleicht zu hohen Alkohol gebrannt haben oder ich habe keine dass Ahnung. Sie daran schuld sind, dass irgendwo schon wieder tiefe Löcher sind, die vertuscht werden sollen. Nein. Auf jeden Fall ist jetzt gerade irgendwer die Aufzüge am Benutzen. Das wird der Herr Darko sein, bestimmt. Die anderen Türen sind ja eingesperrt. Zweitens. Sie wissen, also, ich weiß nicht, wo, wie genau das, also wie genau sie auf diese Gedanken zugreifen kann, also dass der Herr Ramon ihr Chef ist und so, aber ich bin derzeit an meinen Mitteln am Forschen, weil sie zu 100% wieder normal macht. Zu der Vivian, die sie und der Herr Ramon kennen. Okay, und was schlagen sie dann jetzt vor? Sollen wir sie da unten sie lassen sie so lange noch drin, bis sie das Mittel haben. Wenn das Mittel nichts bringt, lassen sie frei. Und können meinetwegen mich einsperren. Wie jetzt? Sie machen jetzt ein Mittel und wenn, Mittel. Wenn das nichts bringt, soll ich sie freilassen? Wenn sie jetzt sagen, sie ist eine Gefahr... Hä? Ja, weil dann gebe ich es einfach auf, ganz ehrlich. Weil das muss eigentlich klappen. Ich würde am liebsten den Herrn Luca drinnen lassen, weil er hat ja mit der ganzen scheiß Blutmagie angefangen. Und ich glaube, das werde ich hat auch... Hat auch das Olivenöl mit dem Gift getrunken. Sie können ruhig hochkommen, Herr Darko. Der hat auch das Olivenöl mit dem Gift getrunken. Die hat von sich aus einen Knopf oder einen Hebel, die kann die Tür aufmachen. Also für mich kommt sie ganz normal rüber. Und wie gesagt, alles hat angefangen, als der Herr Luca mit seiner scheiß Blutmagie angefangen hat. Und jawohl. Augen zu. Umdrehen. Ich geh schlecht. So. Sie hatten einen Knopf oder Hebel dabei. Ganz zufällig. Warum nehmen Sie es hier nicht ab? Weiß ich. Jetzt sehen Sie und hier hinten geht's weiter. Diese scheiß Blutmagie ist dran schuld. Was ist das? Also, nehmen Sie es einfach nicht in die Hand und benutzen Sie es. Okay, ich eskaliere gerade, ich bin jetzt weg. Ich kann das nicht mehr. Schönen Tag. Benutzen Sie es nicht. Können Sie mich nicht einfach freilassen? Können Sie die beiden nicht einfach erstmal bis zu einer Anhörung mit Ramon hier drin lassen und dann... Ja. Das eskaliert hier doch gerade. Ganz ehrlich, nö. Es hat alles mit dieser scheiß Blutmagie angefangen. Und Fräulein Vivian kommt für mich ganz normal rüber, also... Das habe ich im Übrigen gehört. Sie hätten leiser reden müssen. Ich auch!
Sie hören sowieso das ist, alles. Das ist Fluchtversuch. Das ist Fluchtversuch. Woher haben Sie eigentlich den Hebel oder Knopf, was Sie bei sich tragen? Den hatte ich. Ich hatte ihn zufällig bei mir gehabt, weil ich irgendwie immer einen Knopf bei mir habe, weil manchmal ist mir langweilig, mache ich so. Dann geben Sie mir jetzt bitte den Knopf. Ich werde jetzt um das Zeug kümmern. Bitteschön. Oh, ich habe den Knopf. Bitteschön. So, jetzt bin ich mit euch zwei Verrückten ganz allein hier unten. Ist doch schön. Ich bin aber nicht verrückt. Ich weiß doch gar nicht, was ich meine. Darf ich mit dem Luca reden? Und hat zwei Augen. Lass mich mit dem allein. Mit der allein. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung. Ich soll sie eingesperrt lassen bis zur Anhörung mit dem Herrn Ramon. Aber ich verstehe das nicht. Warum? Ich bin doch unschuldig. Ich kann momentan gar nichts mehr glauben. Man wird von den Magiern angelogen. Da ist so ein Möchtegern Obermagier ein Werwolf, der da benutzt Blutmagie und macht damit andere Menschen kaputt. Also. Ja, das ist ja wirklich schlimm heutzutage. Heik, heik. Haben Sie das Gegenmittel? Was für ein Gegenmittel? Ich bin erst seit keine Ahnung wie lange wieder in der Stadt. Diesen komischen Trank da. Ja, den habe ich bei mir zu Hause und. Können Sie mir einen geben? Also, das. Ich habe jetzt den Knopf, den lege ich jetzt mal dahin. Da komme ich ran. Da kommen Sie nicht ran, Fräulein Vivian. Habe ich beschlossen. Zurückwandeln. Gut, sie ist auf jeden Fall ganz normal im Kopf. Also, so wie sie in die Stadt gekommen ist. Verrückt, sie, aber normal. Also, falls es nicht so ist, dieser Trank würde so rückkehren, dass sie so weit zurückgekehrt, also dass ihr Zellen. Ihre Zellenstruktur und so weiter, so weit zurück geben sie mal formiert Trank, wird, ja. Wie sie war, als sie hier angekommen ist. Ach komm, das ist, seien Sie ehrlich, das ist doch hochprozentiger Alkohol, das ist, damit Sie... Sie wollen mich doch nur getrunken machen. Genau, wer weiß, was Lassen Sie da noch sie anstellen. Lassen Sie das wirklich zu? Vielleicht will er ganz schlimme Dinge mit mir tun. Sie geben ihr das und lassen die Tür... Und ich stopp mal. Wenn ich ihr das gebe, dann bin ich vielleicht noch der Schuldige, wenn sie auf immer nackig aufwacht oder so. Nee, Herr Tobias, also. Dann sowas gebe ich ihr das und nicht. Dann werde ich hier erst für die nächsten Minuten mindestens keinen Fuß heransetzen. Ohne Begleitung von Ihnen. Also, Aber wenn ich das trinke und betrunken bin, kann er ja trotzdem noch plötzlich männliche Triebe empfinden. Nein. Was ist, wenn ich mich aus Betrunkenheit hier in der Zelle ausziehe und dann hier komplett nackt drin stehe? Da werde ich nicht hinschauen. Das wäre mal nicht so gut. Ja, ich gehe so nah an der Tür. Genau, machen wir das so. Wir warten, das ist kein Alkohol. Ich würde sagen, wir warten ab, bis der Herr Ramon da ist und der Herr Ramon soll das mit Fräulein Vivian klären. Herr Tobias, wir machen das jetzt anders. Die zwei bleiben eingesperrt. Sie setzen sich dahin, halten Wache. Reden aber nicht mit den Gefangenen. Sie können sich gerne die Geschichten anhören. Können Sie uns was zu essen dalassen? Ich habe Essen. Das sieht falsch aus. Ja, das tut Essen. Es. Danke. Okay, dann geht's. Sie auch noch was zu essen? Der Trank, bitte den Trank. Sicherheit geht. Essen ist drin gewesen. So. Gut. Gut, und ich werde mich jetzt. Keine Ahnung, ich muss mich erstmal leer machen. Meine Taschen sind übervoll. Ja, dann machen Sie das. Falls Sie zwei noch Hunger kriegen sollten. Ich habe Essen sonst auch. Okay. Aber nur Beeren. Nee, hier. Ich habe wieder so einen schönen Baum gefunden. Ah. Gut. Dann gebe ich Ihnen das. Und ich werd mal schauen, ob ich den Herrn Ramon irgendwie wachkriege, finde oder so. Und ja. Machen Sie das.